Hallo, ihr Quirlinge, dunkel ist's rund um Schicksalsbinder Dringil und seine Gefährten an der Trümmerbastion. Und wir gucken uns weiter um. Wir haben die Trümmerbastion Entscharlachrotor korrisiert und werden mit Gwyneth zu sprechen haben, die genau sich das gewünscht hatte, diesen Zustand. Aber vorher gucken wir nochmal selber in die Ecken. Hier gibt's irgendwo einen zugeschütteten Höhleneingang, hieß es. Und zwar ein Höhleneingang, der zu Gwyneths ehemaligem Lager führte. Womöglich auch zu demjenigen, was ist das hier? Der uns ursprünglich mal als Weiser den ersten Vogel, also das erste Sendschreiben geschickt hat. Bing! Nein. Oh, aber Kisten. Kisten satt. Und ja, da sind vielleicht noch irgendwelche Verschütteten drin. Aber irgendwie hatte der Scharlachrote Chor auch Angst vor dieser Höhle. Ich verstehe das noch nicht so ganz genau. Was ist hier? Eiserner Morgenstern. Einhändig. Ja, guck dir das mal an. Und leichte Lederhandschuhe. Das guckt sich Dringil selber mal an. Nun denn. Wobei, du hast ja die besseren Handschuhe schon. Dann ist das vielleicht etwas für Sirin oder für den guten Landtri. Handschuhe des Singvogels, Stoffhandschuhe. Mhm. Die haben, also diese gefundenen Handschuhe haben keine besonderen Fertigkeiten. Aber Landtri hat ja schon was. Dann kriegt Siri das. So, dein Zeug fliegt weg. Und Barrick, was sagst du zu dieser neuen Waffe? Es ist eine Hiebwaffe. Eiserner Morgenstern. Die ist vom Preis her nicht besser als das, was wir schon haben. Gibt Schmetterschaden. Hm. Im Moment arbeiten wir mit Hiebschaden. Wir könnten Barrick das mal geben. Dann gehen wir auf Schmetterschaden. Erholung ist aber schwieriger. Ne, die ist sogar kürzer. Aber Rüstungsdurchdringung ist nur 6. Hm. Ja, es ist nicht besser als das, was wir bisher haben. Es ist halt anders, wenn man tatsächlich jetzt Schmetterschaden bräuchte, wäre das wohl was Richtiges. Wir könnten mal einen schönen Schild finden. Liebe Helden, wisst ihr das? Also gut, da oben war nichts mehr. Auch kein Geheimversteck. Halt, alle. Alle klettern runter. Und schauen sich mal die Zelte des Scharlachroten Chors von innen an. Nase zuhalten vorher. Ah, hier ist der Höhleneingang. Verstehe. Der Chor hat den Eingang zu dieser Höhle einstürzen lassen, sodass er von riesigen, schweren Felsbrocken blockiert wird. Den Eingang von Hand freizulegen würde mindestens eine Spanne dauern, also eine Woche. Aha. Naja. Wir machen das auf keinen Fall. Ein bisschen Erdmagie könnte helfen, aber die steht uns ja nicht zur Verfügung. Zumindest nicht so, wie wir sie bräuchten. Da unten wäre was richtig. Aber wir klettern erstmal runter zu Gwyneth. Aus ihrem Lager zu stehlen wäre im Moment noch unhöflich. Peridot. Steigt ab und sprecht mit Gwyneth. Von leiser Arbeit hältst du wohl nicht viel, oder? Dieser ganze Krawall bedeutet wohl, dass alles sauber und ordentlich erledigt wurde. Sag mal, soll man auch noch leise sein? Du gefällst mir nicht. Hm. Sie sind weg. Wie wollt ihr nun in eure Höhle gelangen? Die Gefahr, dass wir hier draußen festsitzen oder sich die Berge wieder bewegen würden, bestand immer. Bei Kyros selbst, dass Cairn zurückkommen würde, um sein Werk zu beenden, war nicht unmöglich. Also, Wedels, ich meine, einer unserer Spezialisten hat uns ein alchemisches Präparat zusammengekocht, das er Ozeanfeuer nennt. Es brennt so schnell und heiß wie der Zauber eines Zornwirkers. Wenn man es richtig einsetzt, wird es den Höhleneingang augenblicklich freimachen. Aber wenn nicht, wenn zum Beispiel ein paar idiotische Chorrekruten am Werk sind, dann werden wir alle schön verschmort ins Nichts fahren. Welche Chorrekruten?
Angreifen. Ich beschlagnahme das Ozeanfeuer und ich werde dich für seinen Besitz hinrichten. Quatsch. Gildenlehrling sind wir nicht, aber gib mir das Ozeanfeuer. Ich werde mich um den Höhleneingang kümmern. Gwyneths Seufzen, das von einem Nicken begleitet wird, zeigt ihre tiefe Erleichterung. Danke. Bitte sei damit außerordentlich vorsichtig. Wenn die Paste mit Luft in Berührung kommt, solltest du mindestens 20 Schritt entfernt sein. Geh hinter etwas Geröll da oben in Deckung und wirf die Paste dann Richtung Höhleneingang. Ozeanfeuer erhalten. Und das brennt dann Stein weg oder was? Das verstehe ich nicht. Gwyneth greift in eine der Kisten und holt einen unlackierten Tontopf heraus. Während sie ihn dir mit extremer Behutsamkeit übergibt, fällt dir auf, dass sein Deckel mit einem dicken Ring aus geschmolzenem Wachs versiegelt ist. Was logisch ist, wenn das nicht an die Luft kommen darf. Und ziel nicht daneben. Bum, bum. Sprich mit Gwyneth und verschaffe dir mit Hilfe des Ozeanfeuers Zugang zur Höhle. Ja. Das wird ein leichtes sein. Dringil kann ja durchaus im Fernkampf das ein oder andere Talent aufweisen. Heißt das, wir müssen das auch jetzt. Ne, wir müssen das so machen, dass wir da wirklich hingehen. Mach das mal. Also, der Chor hat den Eingang. Achso, ja, haben wir gerade schon gelesen. Ozeanfeuer einsetzen. Setze das Glas Ozeanfeuer der Luft aus, damit es sich entzündet. Ach so, es ist eine Sprengung dann. Aha. Bum, bum, erkunde die Höhle. Wir reden erstmal mit Gwyneth. Wir sollten die Höhle freimachen, haben wir getan. Warum sollen wir jetzt erkunden? Warum nicht sie? Ich habe das Ozeanfeuer von hier aus gesehen, wie eine Säule aus lebenden Flammen. Gefühlt habe ich es sogar auch. So ähnlich muss es wohl gewesen sein, als Kyros die Vellum-Zitadelle vernichtet hat. Und Landry. Nein, hat nicht ganz dieselbe Größenordnung. Und Gwyneth. Wie auch immer, ich danke dir. Wir müssen jetzt diese Vorräte sammeln und sie in die Höhle bringen. Geh du doch schon einfach mal voran. Sag ihnen bloß nicht, dass ich dich geschickt hätte oder sowas. Sag ihnen bloß nicht, dass ich dich geschickt hätte. Wen meinst du mit sie und wie werden sie erkennen, dass ich ihnen nicht feindlich gesinnt bin? Leckeres Fleisch. Was sind Tiere in der Höhle oder was? Gwyneth kramt in einem der Fässer herum und gibt dir ein weiches, kühles Päckchen, das mit Garn umwickelt ist. Wenn du den Tiermenschen, die Wache stehen, das hier gibst, dann sollten sie dich durchlassen. Ah, Tiermenschen. Naja. Mit Tiermenschen kennen wir uns aus, aber diejenigen, die wir da drin haben, die wissen von den Steinpirschern und Dringil vermutlich nichts. Oder sie können das riechen, das weiß ich nicht. Ob uns 100 Blut oder Tötet im Schatten mit irgendwas eingesaut haben, was die dann riechen können, das mag sein. Gucken wir mal. Oh, da hört's schon. Wir sind in Cairns Gang. Oh, Cairn hat das gegraben? Sie hat ja gerade gesagt, dass Cairn möglicherweise zurück hätte kommen können, um das hier in irgendeiner Weise zu vervollständigen. Sirin sagt, hörst du das, Binder? Das klingt wie Summen in den Wänden. Also Kern hat das gegraben und war aber nicht fertig geworden. Das ist gerade so mein Verdacht. Oh, ein See. Der Boden der Höhle ist mit leuchtenden Pilzen übersät, die ein beunruhigendes Strahlen absondern, ohne viel Licht zu bieten. Ja, Trinke, gucke ich mal lieber erstmal selber um. Was ist das für ein Ding? Diese Steinformation summt leise eine. Sirin sagt was. Du hörst das auch, oder? Sirin drückt ihre Handfläche leicht gegen den Stein. Oh, nein. Es fühlt sich an, als hätte er es für mich hinterlassen. Eine Nachricht. Oh. Sirin versucht, ein Ohr gegen den Stein zu halten, schlägt jedoch nur mit ihrer Kopfbedeckung dagegen. Er wer? Vermutlich Kern. Kern natürlich.
Glaubst du etwa, dieser magische Felsen ist einfach von allein entstanden? Eine Botschaft? In der Musik liegt irgendeine Bedeutung, glaube ich. Sirin schüttelt den Kopf. Ich verstehe es nicht, aber vielleicht finden wir weiter drinnen noch mehr. Gehen wir. Sirin zieht einen Kristall aus der Formation und lässt ihn in ihre Tasche gleiten. Er löst sich mühelos. Ah, also von der Formation da. Von der es hieß... Diese Steinformation summt leise eine langsam modulierende Melodie. Sie erinnert dich an die Archontin der Lieder. Ah, okay, das ist dann der Hinweis, dass man hier mit Sirin sein soll. Wenn man es nicht, wie ich, schon zufälligerweise ist von Anfang an. Und wir haben hier Hügelschreiterin. Naja. Mit der kommen wir schon hoffentlich irgendwie klar. Die Schatten bewegen sich in unförmiger Dunkelheit vor dir. Als sie dir näher kommen, beleuchtet das schwache Licht der Höhlenpilze grobe, knochige Gesichtszüge. Während die Tiermenschen ihre krallenbewehrten Finger spreizen und sehnige Muskeln anspannen, fletschen sie gelbe Reißzähne und zeigen ihr violettes Zahnfleisch. Wieder ein Mensch. Die Größe der Gestalten tritt vor und stellt sich als eine äußerst muskulöse Tierfrau mit rostrotem Fell heraus. Sie starrt dich mit ihren gelben Augen an und kneift sie dabei zusammen. Mit ihren flatternden Nüstern nimmt sie deinen Geruch auf. Bietet neue Menschrudel von Hügelschreiterin Menschenfleisch an? Heulende Menschen in Leder haben mehr Knochen als Fleisch. Waren nur Häppchen für Tierfrauen. Fleisch anbieten, du siehst hungrig aus. Ich hoffe mal, dass das Fleisch nicht vergiftet ist. Aber ich hoffe nicht. Also, Fleisch anbieten. Du siehst hungrig aus. Als die Tierfrau vorsichtig und mit zitternden Nüstern nach vorne geht, richtet sich ihre Aufmerksamkeit immer mehr auf den angebotenen Fleischbrocken. Riecht noch frisch. Ihr das Fleisch geben. Wenn du uns durchlässt, gehört es dir. Du hast leckeres Fleisch verloren. Hügelschreiterin schnappt sich das dicke Stück Fleisch aus seiner Hand. Zieht seinen Geruch in ihre Nüstern und schleckt es dann mit ihrer breiten Zunge ab. Als sie zur Seite tritt, machen ihre Rudelgeschwister den Weg frei. Geh durch, bevor Hügelschreiterin Meinung ändert. Okay, es hätte vielleicht noch mehr gegeben, was man mit ihr hätte besprechen können, aber im Moment sollten wir das nicht thematisieren. Denn lange wird dieses Fleisch auch nicht reichen, glaube ich. Und das hier sind dann wohl nicht eure Vorräte oder Vorräte, für die ihr euch nicht interessiert. Was ist das hier? Ein Bronzeschwert aus Okon. Mhm. Das ist eine exquisite Einhandwaffe. Barrik. Schau nach. Ein Fass mit Getreide. Barrik, ist das Schwert was für dich? Es ist ein bisschen teurer als das, was ich hier normalerweise trage. Es macht Hieb- und Stichschaden. Genauigkeit plus 8. Das ist schön. Rüstungsdurchdringung ist aber irgendwie... Tja. Das macht mehr das macht weniger Schaden. So toll finde ich das nicht. Wo geht's hier hin? Da oben. Oh, in Ruinen, da geht's wieder. Oder ans Tageslicht? Nee, wieder nur. Naja, gucken wir mal. Ach, das könnten Altbauerruinen sein. Und da hat ein Kern einen Gang reingegraben, einen Zugang gebuddelt. Warum auch immer er das getan hat. Oder, ach, das sind noch andere. Aha. Flieht ihr jetzt von mir? Ihr könnt doch nicht mit mir rechnen. Fremde rennt! Ja, ich dachte es mir doch schon. Und Brücke kaputt machen, ja? Nee, das wäre doch zu doof. Neue Quest, die Entkommenen. Findet den Anführer der Flüchtlinge. Noch was? Nein. Die Entkommen ist eine primäre Queste tatsächlich. Und Sirin sagt... Nee, Landry, Altmauern hier unten.
Das ist auf keiner Karte eingetragen, die ich je... Moment. Wir sind hier nicht allein. Na, das ist richtig. Die ganze Karte ist schon aufgedeckt. Das heißt... Upsala, Bastardwunder. Aha. Eine große unterirdische Ruine. Das ist ein schöner Rückzugsort vor Kyros Schergen. Warum der Scharlachrote Chor aber den Eingang versiegelt hat, ist mir nicht klar. Naja. Wir gucken mal. Das ist Turmkram. Und, ja. Waffzeug. Wer bist du? Mel. Der Schicksalsbinder. Wie hast du... Herzlich willkommen, meine ich. Schicksalsbinder, guten Tag. Du gehörst zur Fraktion Bastardwunder. Aha. Der junge Mann grüßt dich lächelnd, als ferne Rufe stetig lauter werdend durch die Gänge hallen. Wie du vielleicht beobachtet hast, kommt deine Gegenwart etwas überraschend. Ich meine, es ist eine unerwartete Freude, einen geschätzten Diener des Gerichts zu empfangen. Er verbeugt sich knapp, wodurch du eine Reihe Schreibfedern in verschiedensten Formen auf seinem Rücken siehst. Weiser Landry, wie bist du? Was machst du hier? Und Landry, ich könnte dich dasselbe fragen. Obdach in den Altmauern zu suchen, dazu braucht man Nerven aus Eisen oder einen Verstand aus Stein. Und Sirin, die Altmauern nach ihren Geheimnissen auszuloten ist eine Sache, aber zu versuchen, in ihnen zu leben, das ist schon eine besondere Kombination aus Dummheit und Gesundheitsschädigung. Und Landry, nun ja, das kommt unerwartet, obwohl ich mich freue, dich lebendig zu sehen, mein junger Freund. Ich bin aber nicht hier, um in Erinnerungen zu schwelgen. Ich gehöre jetzt zum Schicksalsbinder, also muss ich darauf bestehen, dass du zu erklären beginnst, was auch immer du hier tust. Und Mel, ich bin Schreiber Mel von der Vellum-Zitadelle. Also vormals, sollte ich wohl sagen. Du bist aber nicht hier, um... Ich meine, Kyros hat doch nicht etwa noch ein Edikt für uns auf Lager, oder? Er tippt mit einer langen Schreibfeder nervös gegen seinen Oberschenkel. Aber wenn das der Fall wäre, dann stünde ich wohl schon bis zur Taille in Lava. Der Weise schließt mit einem halbherzigen Glucksen, das sich in verängstigtem Schweigen verliert. Was ist das für ein Ort? Ehrlich gesagt habe ich selbst Schwierigkeiten, mich auf eine Definition festzulegen. Wir nennen diesen Ort Bastardwunde oder kurz die Wunde. Er ist eine Art Zufluchtsort, ein sicherer Hafen für Leute, die vor dem Krieg und den Konsequenzen schlechter Entscheidungen geflohen sind. Jeder, der hier ist, hat diesen Ort zufällig entdeckt, bleibt aber aus freien Stücken hier. Sicher, das Ambiente ist unorthodox, aber damit ist auch der Vorteil extremer Abgeschiedenheit verbunden. Nicht, dass wir Anstoß an der Gegenwart des Gerichts oder der von Archonten nehmen. Wir dachten einfach, dass es das Beste wäre, euch alle von der Last des Regierens zu befreien. Ich weiß, dass ihr Besseres zu tun habt, als uns zu überwachen. Wir haben hier wirklich keine Probleme. Es ist alles in Ordnung. Du schaust am Schreiber vorbei und nimmst die Details dieses Höhlenbereichs zur Kenntnis. Der Ort wird von gigantischen Steinwänden flankiert, die aber den Blick auf den Himmel freigeben. Als wären sie auseinandergerissen worden. Interessant. Die mit Steinfliesen bedeckten Inseln, aus denen sich die Siedlung zusammensetzt, werden von donnernden Wasserfällen umtost. Die Steinarchitektur hier ist zwar mit feuchtem Moos und Zelten aus Menschenhand bedeckt, stammt aber trotzdem unverkennbar aus den Altmauern. Dringel kann fragen, warum regen sich alle so auf? Er meint vermutlich die beiden vor ihm Geflohenen. Also, warum regen sich hier alle so auf? Besucher sind immer ein Grund zur Sorge. Darüber hinaus bist du nicht irgendein Außenseiter, sondern ein Schicksalsbinder. Für viele ist das so, als sei Tunon höchstpersönlich in unser Zuhause hineinspaziert. Deine Rechtsprechung könnte für eine kaum bekannte und eigentlich versteckte Siedlung wie unsere schwerwiegende Auswirkungen haben. Einige der Flüchtlinge hier kennen deine Absichten nicht. Sie haben doch zweifelsohne keinen Grund, sich zu fürchten, oder? Einen Schicksalsbinder braucht man nur dann zu fürchten, wenn man etwas falsch gemacht hat. Also beispielsweise die Altmauerngesetze missachtet hat. Natürlich, ich verstehe schon, warum das für dich so erscheinen könnte. Mel stammelt und fährt mit seinen Händen ungeschickt über die Schriftrollen entlang seines Bandeliers. Er zieht eine davon aus ihrer Schleife und tippt nervös darauf. Schau dir mal diese Zeichnung unseres Gebiets an.
Hier sind mehrere Klafter außerhalb der Altmauern, die man dort emporragen sieht. Wer kann also schon mit Sicherheit sagen, ob wir innerhalb der Mauern sind oder einfach nur unter der Erde? Bei einem Schicksalsbinder sieht die Sache natürlich anders aus. Ich wollte nur nahelegen, dass es potenziell einige Unklarheit darüber gibt, ob wir wirklich irgendetwas falsch gemacht haben. Das Pergament untersuchen. Auf dem zerknüllten Stück Pergament ist ein Querschnitt skizziert, bei dem es sich um Altmauern zu handeln scheint, die sich durch die Gebirgsregion der Bastardstufe ziehen. Wenn diese Karte genau ist, dann verlaufen diese Altmauern fast gänzlich unterhalb der Berge. Die oberen Abzweigungen dieser Altmauern liegen nur ein paar Stockwerke über dem Talboden. Der Karte nach zu schließen, steigen die Altmauern in nördlicher Richtung an und fallen in südlicher Richtung ab. Naja, jetzt hier einen auf Gesetzesvertreter zu machen, ist ja nicht unbedingt in Dringels Sinn. Er überlegt viel eher, ob er gerade Verbündete gefunden hat. Deswegen, ich bin nicht hier, um diese Siedlung zu verdammen. Noch nicht. Danke, Schicksalsbinder. Ich will nur sagen, dass dies hier ein ungewöhnlicher Ort mit etwas unklarer rechtlicher Stellung ist. Ich meine, wir würden niemals wissentlich Kyros Gesetz brechen. Wir wissen deine Großzügigkeit zu schätzen, Schicksalsbinder. Ich hoffe, dass du die Wunde im Laufe der Zeit schätzen lernen wirst. Du wirst uns zweifelsohne viele Fragen stellen wollen. Ich werde mein Bestes geben, um dich mit diesem Außenposten vertraut zu machen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe Fragen über die Wunde und ihre Geschichte. Die Analyse und Erstellung historischer Dokumente war in der Zitadelle mein Hauptaufgabenbereich und ich hatte genügend Zeit, um mich mit den besonderen Umständen dieses Orts vertraut zu machen. Das macht mich wohl zu der Person, die du fragen solltest. Was willst du wissen? Wie sind all die Leute hierher gekommen? Dieser Ort hier wurde vor 3 Jahren von mutigeren und abenteuerlustigeren Seelen als Meister Lexem und mir entdeckt. Wir sind relativ neu und leben jetzt seit ungefähr einem Jahr hier. Als Kern das Anwesen von Rostrum Vorus zerschmetterte, flüchteten sich seine Anhänger in den gespaltenen Berg und entdeckten diesen Ort. Damals klang es besser, hier mit den Geistern zu leben, als sich mit den Archonten im Kriegszustand zu befinden. Ab dann wuchs die Siedlung in Schüben. Wir liegen abseits aller bekannten Wege, also haben wir nur selten Besucher. Viele der wenigen aber sind gleich hier geblieben. Nicht jedes Aufeinandertreffen mit der Außenwelt ist positiv verlaufen. Als uns ein paar Geschmähte fanden, wurden die Klingen schnell gezogen, aber das Blutvergießen uferte nicht aus und die Überlebenden schlossen sich uns letztendlich an. Wenn auch ein wenig widerwillig. Oh, Barik, hör mal genau zu. Was weiß über diesen Ort? Bemerkenswerter Ort, nicht wahr? Er breitet seine Arme aus, um seine Aussage zu bekräftigen. Wir haben keine Ahnung, wie alt diese Ecke der Altmauern ist, aber der Tunnel, der hierher führt, entstand vor wenigen Jahren. Während einer Schlacht an der Oberfläche wurde Kerns Zorn entfesselt und die Mächte, die er einsetzte, fuhren unter die Berge und zersplitterten dieses Stück der Altmauern. Mel deutet nach oben, an den herunterstürzenden Wasserfällen vorbei und in Richtung des freigelegten Himmels. Die getrennten Mauern wölben sich nach außen, ein gigantisches Maul, das sich dem Firmament entgegenstreckt. Die gesamten Altmauern hat es entzwei gespalten und jetzt gibt es hier zum ersten Mal Sonnenlicht und Wasser seit einer Ewigkeit. Das lässt mich darüber nachdenken, ob es noch andere Altmauernstücke wie dieses hier gibt, die denen, die sich an der Oberfläche befinden, verborgen bleiben. Wie könnt ihr hier überleben? Was esst ihr denn? Die oberen Ebenen bekommen genügend Sonnenlicht ab, damit wir dort Feldfrüchte anbauen können. Kohl, Knirschwurz, Rettiche, sogar Pilze. Die größte Herausforderung hier stellt trotz allen Anscheins das Trinkwasser dar. Er beugt sich beim Sprechen nach vorne und spricht mit energischer Stimme. Es ist eigentlich ein ziemlich interessantes Phänomen. Irgendwas in der Altmauerumgebung sondert eine Substanz ins Wasser ab und verdirbt es, was bei den Betroffenen eine höchst merkwürdige Krankheit auslöst. Sie bekommen weder Fieber noch Schüttelfrost oder Blutungen. Sie müssen sich auch nicht übergeben oder ähnliches, aber sie siechen allmählich dahin, als würden sie verhungern. Gezeitenwirker Wedelstab hat eine magische Wasserbehandlungsmethode entwickelt, die unser Wasser genießbar macht und die bereits Erkrankten heilt. Diese Lösung ist etwas langsam, wenn es um große Mengen geht, aber glücklicherweise baute Jaspos einige Aquifere. Das Wasser, das man in sie schüttet, wird innerhalb weniger Stunden gefiltert und kommt gesäubert heraus.
Durch die Beiträge der beiden können wir uns die Wunde zu einem echten Zuhause machen, solange sie ihre Streitereien auf ein Minimum beschränken. Hm, interessant. Wir haben also neben App noch einen weiteren Gezeitenwirker, der nicht übers Meer geflohen oder tot ist. Werdet ihr nicht von Geistern bedroht? Mel nickt und vertreibt geistesabwesend die getrocknete Tinte zwischen seinen Fingern. Ja, natürlich, aber dafür haben wir ein System. Du hast unser Begrüßungskommando in den Höhlen wohl schon getroffen, oder? Übrigens, was ist mit... Er schüttelt den Kopf und verwirft den Gedanken. Es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir eine Truppe Tiermenschen haben, die sich überaus gut an die Altmauern angepasst haben und kaum Angst vor den Abscheulichkeiten zeigen. Sie waren absolut gierig darauf gewesen, ihre Klauen in alles zu versenken, das in unsere Richtung kam. Es überrascht mich, dass das überhaupt funktioniert. Aber sollte mich das stören? Wie auch immer, sie halten die Zugangspunkte zur Wunde frei und das scheint sie zufrieden zu stimmen. Tatsächlich wage ich es sogar zu behaupten, dass manche von ihnen es mittlerweile lieben, die Geister zu jagen. Oder vielleicht ist es ein Todeswunsch, der sie Tag für Tag freiwillig auf Patrouille gehen lässt. Themenwechsel? Was ist deine Aufgabe hier? Ach, für was denn nicht? Jemand muss doch ein Inventar der Vorräte führen, unsere Einwohner zählen, Geschäfte verbuchen. Das ist alles ziemlich langweilig, das kann ich dir sagen. Ich spiele aber gerne Statthalter. Das Jonglieren mit Zahlen ist mir ein leichtes und ich habe weitaus mehr Verantwortung, als ich es als einfacher Schreiber in der Zitadelle jemals hatte. Bist du nicht ein bisschen jung, um ein Weiser zu sein? Wenn ich ein richtiger Weiser wäre, dann könnte das gut zutreffen, aber ich bin nur ein Lehrling. Viele in der Gilde arbeiten jahrzehntelang als Schreiber, bevor sie im Rang aufsteigen. Da es die Schule nicht mehr gibt, werde ich wohl niemals offiziell zu den Weisen gezählt werden, aber ich trage auf meine eigene Art zum Wissen bei. Meine Meisterin denkt ähnlich, obwohl ich glaube, dass ihr der Verlust der Schule mehr bedeutet. Ich hatte ein paar Jahre, die anderen Weisen kennenzulernen, sie dagegen hatte Jahrzehnte. Wo ist deine Meisterin? Meisterin Lexeme ist leider nicht mehr unter uns. Sie ist vor einiger Zeit in die unteren Ebenen verschwunden. Sie war nicht mehr sie selbst. Sichtbar betrübt legt er die Stirn in Falten. Das Leben hier ist ziemlich kompliziert und die Altmauern segnen uns mit zahlreichen Mysterien. Eines davon ist endlose Schlaflosigkeit. Ein Leiden, das sie in den Wahnsinn getrieben hat. Lexeme? Meint Landry. Sie lebt? Also hat sie das Edikt des Feuers überlebt? Landrys Augen weiten sich überrascht. Und als sein gesamter Körper zu zittern beginnt, vernimmst du das Klirren von Fläschchen. Eine Freundin von dir. Die Weise Lexeme und ich haben eine lange Geschichte. Sie trat der Schule ein Jahr vor mir bei, also haben wir die Ausbildung mehr oder weniger zusammen durchlaufen. Falls sie noch lebt, warum hat sie dann nicht versucht, mich zu finden? Wart ihr beiden Rivalen oder Freunde? Beides? Wir waren Kunisten, also gab es eine Art von Wettbewerb, aber ich glaube schon sagen zu können, dass wir ziemlich gut miteinander ausgekommen sind. Nicht, dass viele meiner Freundschaften meine politische Einstellung überlebt hätten. Ich befürwortete nämlich, dass die Schule vor Kyros kapituliert. Kaum eine beliebte Auffassung. Hast du versucht, alle Weisen zu kontaktieren, die du lebendig wähntest? Stimmt, stimmt. Wir versuchten nicht zu viele Vögel mit Sendschreiben loszuschicken. Das hätte den Feind nur auf unsere Spur gebracht. Sie hat vermutlich, wie ich, versucht, im Verborgenen zu bleiben. Signalfeuer anzuzünden wäre eher töricht gewesen. Mhm. Dann wird das wohl sie sein, die hier diese Sendschreiben geschickt hat. Es war ja ein Weiser. Und Mel zählt sich ja selbst offenbar nicht dazu. Andererseits soll Lexeme ja den Verstand verloren haben. Und Mel sagt, ich weiß nur, dass sie in die Tiefen der Altmauern gegangen ist. Nach meiner Auffassung ist das ein Todesurteil, vor allem, weil sie ihre magischen Fähigkeiten verloren hat. Es tut mir so leid. Ich wünschte mir, dass du früher auf uns gestoßen wärst. Vielleicht hättest du zu ihr durchdringen können. Ihr Verstand begann nachzulassen und ich weiß, dass sie darauf versessen war, alles, was sie aus der Vellum-Zitadelle herausgetragen hatte, in Sicherheit zu wissen. Eines dieser Verstecke ist drüben beim Bauernhof. Die anderen befinden sich vermutlich tiefer in den Altmauern. Lexeme kannte einen alten Trick der Weisen, mit dem sie diese Verstecke so tarnen konnte, dass sie nur ein anderer Chronist sehen kann, wenn er in der Nähe steht. Als ihre Magie nachzulassen begann, beeilte sie sich alles zu verbergen, aber abgesehen von dem einen Versteck auf dem Bauernhof weiß nur sie, wo sich der Rest befindet. Wer hat hier das Sagen? Leider gibt es diesbezüglich momentan eine Auseinandersetzung. Eine Zeit lang haben insbesondere zwei Männer diese Siedlung geführt. Gezeitenwirker Wedelstab, der am längsten hier ist, und der eisengebundene Meister Jaspos. Sie haben das Überleben hier möglich gemacht, sind aber nur selten einer Meinung. Wären die Bedingungen hier nicht so fragil, hätten sie sich bestimmt schon geschlagen.
Außerdem gab es da eine Tierfrau namens Griffkralle, eine ziemlich bemerkenswerte Kreatur. Sie hielt bis vor relativ kurzer Zeit diesen Ort zusammen und die Gemüter im Zaum. Eine würdigere Anführerin als sie hat es in der Wunde noch nicht gegeben. Aber sie ist nicht mehr bei uns. Aus diesem Grund geht das Gezänk zwischen Jaspers und Wedelschab weiter. Was ist mit Riffkralle geschehen? Riffkralle war unser Bollwerk, nicht nur gegen die Geister, sondern gegen den Tod selbst. Sie hatte eine mystische Gabe, oder zumindest dachten wir das. Ihre Berührung konnte jeden vom Rande des Todes zurückholen. Die Verwundeten, die Kranken, die Sterbenden. Aber es veränderte sie. Anfangs war der Fluch nicht zu bemerken. Aber die Geheilten konnten fast ausnahmslos allmählich nicht mehr schlafen. Eine anfangs geringfügige Krankheit, die sich aber langsam steigert. Nach Tagen und Wochen beginnen sie die Kontrolle über sich zu verlieren. Depressionen, Unpässlichkeit, Paranoia, eine endlose Spirale. Meine Meisterin Lexeme wurde von Riffkralle behandelt und verlor ihre Fähigkeit, Magie zu wirken. Wegen dieser Sache und einigen Streitigkeiten darüber, ob es angemessen ist, dass eine Tierfrau Menschen führt, verließ Riffkralle die Wunde und verschwand in die Tiefen der Altmauern. Viele der Schlaflosen folgten ihr. Die Schlaflosen, die gegangen sind, kehrten nicht zurück. Also ist es schwierig, in diesem Fall optimistisch zu sein. Wissen 61. Das ist eine ungewöhnliche Macht. Kann nicht behaupten, dass ich jemals von einem Tiermenschen-Mystiker gehört hätte, der zu so etwas in der Lage war. Und Mel. Ich bedauere es, nicht mehr über die Tiermenschenmagie zu wissen, aber ich pflichte dir bei. Das ist höchst ungewöhnlich. Noch merkwürdiger aber ist, dass Riffkralle nicht damit geprahlt hat, eine Mystikerin zu sein. Und Prahlerei kommt bei Tiermenschen doch an erster Stelle. Ich habe aber eine Hypothese. Vielleicht hat sie so viele Geister erschlagen, dass ihre widerlichen Kräfte auf sie übergegangen sind. Mel zuckt mit den Schultern und stößt ein langes Seufzen aus. Aber das ist reine Spekulation. Sicher weiß ich nur, dass zahlreiche Leben unbeabsichtigterweise durch ihre heilende Gabe ruiniert wurden und die Leute hier widersprüchliche Gefühle in Bezug auf Riffkralle haben. Mel hält gedankenverloren inne und rollt nervös eine Schreibfeder zwischen seinen Fingern hin und her. Leider hat sich keiner von ihnen wieder erholt. Das Endergebnis scheint unvermeidlich zu sein. Ich kann trotzdem nicht anders, als mich zu fragen, ob Riffkralle das nicht wieder hätte beheben können. Es ist so schade, Schicksalsbinder. Du solltest aber wissen, dass es eine kleine Gruppe von Leuten gibt, die von Riffkralle behandelt wurden, aber nicht völlig die Kontrolle über sich verloren haben. Jaspers Lehrling Eislei ist beispielsweise eine von ihnen. Bis sich das Schlimmste manifestiert, ist es allerdings nur eine Frage der Zeit. Erzähl mal etwas über Jaspers. Such nach dem breitschultrigen Mann mit der donnernden Stimme. Er lässt seinen Frust stets gleich da drüben neben seiner Esse an einem Stein oder Felsbrocken aus. Mel deutet Richtung Nordwesten auf eine Rauchwolke, die zwischen den umliegenden Mauern aufsteigt. Jaspers und seine zwei Lehrlinge kamen einige Zeit nach Wedelstab an. Ich glaube, wir machten uns Sorgen, dass er ein strammer Loyalist sein und unsere Kapitulation vor Kyros verlangen könnte. Aber er hat Gefallen an diesem Ort gefunden und versucht, sich sein eigenes kleines Paradies auf Teratus zu schaffen. Ich glaube, er mag es abgeschieden und von verschiedenen Gesteinsarten umgeben zu sein. Er hat die meisten Brücken gebaut, die du hier siehst, einige Zisternen zum Wasserfiltern. Er ist ein Ein-Mann-Arbeitstrupp und das ist ihm leider nur allzu gut bewusst. Er hat mehr als nur ein paar Unterstützer, insbesondere seit er diese Aquifere gebaut hat. Das Wasser hier macht einen krank und ohne seine Hilfe hätten die meisten von uns nicht genügend sauberes Trinkwasser. Ich möchte mehr über Wedelstab erfahren. Mel gluckst und presst seine Lippen zu einem leichten, wissenden Lächeln zusammen. Wedelstab ist ein kratzbürstiger alter Kerl. Ich glaube, einer der letzten Gezeitenwirker in den Stufen. Mels Augen weiten sich in plötzlicher Erkenntnis. Es stimmt. Er und seine Leute waren Kyros Feinde. Aber ich bin mir sicher, Schicksalswinder, dass er keine Pläne gegen den Oberherrn schmiedet. Mit Höflichkeit hätte er es nicht so. Charisma ist auch nicht seine Stärke. Aber er ist ein Meister seines Handwerks. Er war der Erste, der das giftige Wasser in diesem Stück der Altmauern behandelt. Und bis heute ist seine Methode die einzige, die hilft. Ohne ihn wäre die Wunde wirklich schlimm dran. Gib ihm etwas Zeit, dann kannst du vielleicht über das schroffe Äußere hinwegsehen. Sei dir nur bewusst, dass er die Einsamkeit seiner Wasserstelle bevorzugt. Also geh nicht zu ihm rüber, wenn du Probleme mit seinem stechenden Blick hast. Eine Tierfrau hatte das Kommando, das ist ein bisschen ungewöhnlich. In der Tat, aber Riffkralle ist ein höchst ungewöhnliches Biest. Sie ist viel fokussierter, geduldiger und einfühlsamer als alle anderen Biester, die ich jemals getroffen habe. Wie auch immer, Riffkralle war in der Lage, Tiermenschen und Menschen zu effektiven Patrouillen gegen die Geister zu organisieren. Als sie das Kommando über unsere Verteidigung hatte, gab es weniger Verluste. Kein Geist drang jemals in den Gemeinschaftsbereich vor und die Streitereien zwischen den Biestern hörten so gut wie auf. Ab einem gewissen Zeitpunkt erschien es töricht, sie nicht als Anführerin zu haben.
Nach und nach sind einige Tiermenschen in unseren Zufluchtsort gekommen, und ich weiß nicht, wie oder warum, aber das Leben hier veränderte sie. Ich weiß nicht, ob es an den Geistern, an irgendwas im Wasser oder an der Magie dieses Ortes liegt, aber nachdem sie ein oder zwei Spannen bei uns sind, scheinen die meisten Tiermenschen einfach etwas zivilisierter zu werden oder entspannter. Unterhalte dich mal mit ein paar unserer Tiermenschen, dann wirst du mir vielleicht zustimmen. Themenwechsel? Über was streiten sich Wedelstab und Jaspers? Nur weniges davon ist wichtig. Ich möchte die beiden Männer nicht herabsetzen, aber oftmals habe ich das Gefühl, als würden sie sich Verherrlichung wünschen und dieselbe Bewunderung einfordern, die jemand anderes bekommt. Mel räuspert sich und errötet lächelnd. Mit Hilfe ihrer Magie machen sie das Leben hier möglich. Und wir alle schauen zu ihnen auf. Ich glaube, beide verspüren ein rechtes Pflichtgefühl, uns alle zu beschützen. Wie schade, dass sie trotz dieses gemeinsamen Ziels nicht miteinander auskommen. Sprich mit ihnen selbst, dann wirst du es sehen, was ich meine. Behalte dabei aber in Erinnerung, dass es hier nicht immer so gewesen ist. Die Tierfrau Riffkralle hatte ihre Art, die Schärfe aus der Sprache herauszunehmen. Aber seit sie verschwunden ist, sind alte Missstände wieder zum Vorschein gekommen. Aha. Was sind deine Aufgaben als Vogt des Dorfes? Ich habe hier wirklich nichts Aufregendes zu tun. Ich helfe bei allerlei praktischen Angelegenheiten, die den Fortbestand der Wunde sichern. Inventur, die Koordination von Versorgungsbemühungen, die Feststellung unserer Ressourcenmängel, das Vermerken von Geburten und Sterbefällen, die Organisation von Veranstaltungen, diese Art von Aufgaben. Es ist keine besonders intellektuell anspruchsvolle Arbeit, aber ich erledige sie gern. Gut, leb wohl. Ah, nun gut, bitte sprich mit Jaspers oder Wedelstab, Schicksalsbinder, falls du das noch nicht getan hast. Die Wunde spricht nicht mit einer einzelnen Stimme, aber diese beiden kommen dem am nächsten. Als du dich zum Weggehen abwendest, siehst du Landry gedankenverloren dastehen und seine tiefblaue Tinte zwischen Fingern und Daumen verreiben. Also, erzähl mir mehr über diese Lexeme. Und Landry, sie ist eine alte Freundin und inzwischen hast du die Untertreibung in meiner Stimme bereits bemerkt. Daher stell deine Fragen. Eine alte Liebhaberin, nehme ich an? Und wegen Loyalität 3, du liegst richtig. Wir führten fast 15 Jahre lang eine sehr intime Beziehung. Die Schule hat es vor langer Zeit aufgegeben, Regeln gegen Beziehungen durchsetzen zu wollen. Und nun, wir haben es voll ausgekostet, in der modernen Ära der Schule von Tinte und Feder zu leben, in der heimliche Kopulationen Vergangenheit waren und keine törichten Versuche mehr unternommen wurden, die natürliche Libido der Gelehrten einzudämmen. Am allermeisten liebte ich ihre Magie. Sie war begabt, so unglaublich begabt. Sie konnte ihre Zauber mit kleinen Akzenten versehen, die keiner von uns nachahmen konnte. Zunächst empfand ich nichts als Hass und Neid für sie, doch irgendwann wurde daraus Bewunderung und ich hoffe einfach nur bei Kyros, dass ich ein wenig von ihrem Talent auf mich übertragen würde, wenn ich mich nur lang genug in ihrer Nähe aufhielt. Vergebens. Was willst du wissen? Wenn ihr euch so nahe standet, warum seid ihr nicht gemeinsam aus der Zitadelle geflohen? Wir waren früher unzertrennlich. Ich habe einen Großteil meiner Magie von ihr gelernt und sie von mir. Wir waren einander Mentor und Schüler gleichzeitig. Eine ganz besondere Verbindung. Aber es war eine Beziehung, die ich durch meine Überzeugung zerstört habe. In den Jahren vor Kyros Eroberung drängte ich unsere Schule rechtzeitig zu kapitulieren. Und drängen ist noch untertrieben. Fanatisch dafür gekämpft ist vielleicht passender. Lexeme teilte weder meine Einschätzung zu Kyros noch meine Meinung, was zu tun sei. Ich gehörte zu einer Minderheit und die meisten hielten mich für einen Verräter, Lexeme eingeschlossen. Aber ich hatte nicht vor, meine Überzeugung aufzugeben, dass eine Kapitulation der richtige Schritt wäre. Wenn man bedenkt, was schließlich geschah, war meine Haltung wohl gerechtfertigt. Für gewöhnlich liebe ich es, Recht zu haben, doch in diesem Fall ist meine alte Selbstgefälligkeit wohl nicht die Freundschaften wert, die mich die Geschichte gekostet hat. Was denkst du über ihren Zustand? Es klingt, als wäre sie von der Schlaflosigkeit befallen worden. Und allen verfügbaren Berichten zufolge ist der Wahnsinn der unweigerliche nächste Schritt. Wenn sie aber in den Altmauern ist, geschwächt, ist sie leichte Beute für die Geister. Hast du schon einmal von so etwas gehört? Nun, es gibt allerlei Arten von Magie, die langsam töten können. Wo soll ich anfangen? Ich bin eher verwundert, dass sie, und offenbar andere auch, tatsächlich geheilt wurde und dann erkrankte. Ihr zwei habt also gemeinsam an der Chronik gearbeitet?
Wir sind nur zwei Mitglieder einer Gruppe, die Generationen umfasst. Aber ja, wir haben beide zur Chronik beigetragen. Lange Phasen der Feldforschung und noch längere Abschnitte, in denen wir unsere Funde aufschrieben, passten zu unserem Temperament. Meine Kollegen rieten mir immer wieder, mir durch eigene Forschungen einen Namen zu machen. Doch die Aufzeichnung aller Dinge ist größer und wichtiger als wir alle. Lexeme sah die Chronik halb als Aufzeichnung der Dinge, wie sie waren, und halb als Aufzeichnung, wie die Dinge sein sollten. Für sie bietet jeder Augenblick, den wir aufzeichnen, universelle Einblicke, wie die Menschen sich in Zukunft verhalten werden. Meine Haltung ist etwas bescheidener. Ich bin der Meinung, dass man nicht zweimal im selben Fluss stehen kann und derselbe General nicht zweimal denselben Krieg ausfechten kann. Die Geschichte hat daher nur begrenzte Vorhersagekraft. Jetzt kann ich ihn fragen, was hältst du von diesen Chronikfragmenten, die sie uns zu finden aufgetragen hat, aber das hat wohl etwas mit etwas zu tun, was wir noch gar nicht gemacht haben, deswegen stelle ich diese Frage nicht. Ich frage lieber nochmal, glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, sie zu retten, also was ihre Krankheit angeht? Mein Verstand zieht die schlimmste aller möglichen Schlussfolgerungen, dass der Schaden unwiderruflich ist. Wie bei einem abgetrennten Arm. Vielleicht, wenn man sie aus den Altmauern bringen könnte. Wenn man sie betäuben könnte, sodass sie einschläft oder... Ich weiß nicht, warum ich noch weiter spekuliere. Okay, das ist vorerst alles. Und nach diesen Chronikgeschichten fragen wir ihn. Verborgene Wahrheit, erkunde die Höhle, abgeschlossen. Ich habe noch gar nichts erkundet. Und die Entkommenden, findet den Anführer und sprich mit Wedelstab und Jaspers sind die nächsten Schritte. Und neue Queste, Wahrheit und Aussöhnung. Findet die Chronik beim Bauernhof von Bastardwunde. Ja. Wow. Das ist ja richtig viel, ja, was zu tun ist. Also alles primäre Questen. Ah, interessant, interessant, interessant. Bastardwunde ist keine eigene, kein eigenes Gebiet, dem Questen zugeordnet sind. Oh ja. Nun gut. Da ist Mel. Wir hätten... Ja, und ein bisschen was anzugucken. Da ist Wedelstab, da ist Vater Name. Bauernhof. Da ist Jaspers, möglichst weit weg von Wedelstab. Wir gehen mal zuerst zu Jaspers. Beschließe ich hiermit, aber wir werden in der Episode nicht mehr mit ihm sprechen. Dazu ist es schon wieder zu viel und zu lang. Aber kann man die Tür hier aufmachen? Was ist denn das? Oh, da geht's irgendwo runter. Ach, du ahnst es nicht. Ach nee, das ist ein Wohnbereich. Wer wohnt denn hier? Hallo, ihr? Bewohner. Was habt ihr hier Schönes? Ihr habt ja gesagt, ihr habt keine Probleme damit, hier Nahrungsmittel zu bekommen. Also, danke mich mal recht herzlich. Geht raus. So sehen also Haustüren aus. Diese, ja, sieht eigentlich gar nicht aus wie eine Tür. Sieht aus wie eine pompöse Wandverzierung, aber es ist in der Realität eine Tür, wohinter irgendein Haus ist. Das ist eine Händlerin, Pelagia. Was sagt Barik? Die Eindringlinge sind schamlos in ihrer Feigheit. Sie widern mich an. Ja, warte nur mal ab, wenn wir auf diejenigen treffen, die früher mal Geschmähte waren. Die werden dir was erzählen über Graven Ash und Co. Hier gibt's ein paar nochmal leichte Lederhandschuhe. Die haben wir mittlerweile zur Genüge. Brauchen wir gar nicht mehr. Die Händlerin wäre noch anzusprechen, genauso diese Tiermenschen da rechts, aber erstmal will ich mir den Weg zu Jaspers bahnen. Da ist es, einem Sturm würden sie nicht standhalten, doch diese Zelte wirken zumindest stabil genug, um den Bewohnern der Wunde ein wenig Privatsphäre zu gönnen. Pritschen, Matratzen und Wolldecken liegen in den Zelten. Ende Gelände. Aber hier Getreide. Und Landry, ein Eisengebundener in den Altmauern. Ein ziemlich nervenaufreibender Arbeitsplatz, will ich meinen.
Der könnte ja, wenn er sich nicht mehr als Eisengebundener zählt, ja auch mal einen Blick auf Bariks Rüstung werfen, theoretisch. Nein, wo bin ich denn? Da bin ich. Wie Map. Also mit dem wäre auch noch zu reden. Da oben ist vielleicht noch irgendwas Verstecktes. Tonbes. Also ich glaube, wir haben noch locker zwei Episoden nur Gequatsche. Da muss ich meine Zunge ölen. Das sieht auch interessant aus, dieser Apparat. Sieht aus so ein bisschen wie dieser Teleporter. Argen. Wer bist du? Klingenspeer. Aha. Und hier ist Jaspos, der Meister, einer der beiden sich im Streit entzweienden Anführer von Bastard Wunde. Und was der zu erzählen hat, das, ihr ahnt es, hören wir im nächsten Teil. Bis dahin!